Also mal, die wichtigste Einzelheit an Buddhismus ist etwas, das leider, leider kein Aas bei sich hat. Ein Schuhanzieher. Weil, wenn sie aus dem dritten Tempel rauskommen, bei die Hitze, nicht, dann kommen sie aber in ihre Treter nicht mehr rein. Ja, ich kann die Herrschaften auch verstehen, dass die einen mit den Straßenstiefeln hier nicht reinlassen, in so schöne Kirchen. Dabei sind die noch nicht mal alt hier in Bangkok. Also die sind richtige Teenager gegen unser Kölner Dom. Ich glaube, 200 Jahre sind die Ältesten erst. Nicht? Und die Jüngsten noch von jetzt nach dem letzten Krieg. Nicht? Und trotzdem sehen die hier nicht so bescheuert aus wie bei uns. Junge, du ehrlich, das sollten unsere Architekten mit ihren schiefen Gasometer, nicht so ein Nierentisch als Dach, die sollte man das mal zeigen. Ne? Kunst kann auch hübsch sein. Man muss bloß wollen. Ach, du Mistding, siehst du jetzt? Ah, Mann, ausgerechnet in so einem Höhepunkt des Lebens reißt mir der Schnürsenkel. Ich, dafür kommt man hierher. Oh, wenn ich jetzt im Knoten, dann komme ich aus den Latschen überhaupt nicht mehr raus. So, ja. Ist egal, Tempel habe ich eigentlich schon genug gesehen. Ich, wenn ich noch zwei, drei dazu lüge, ich kann mein Chef das ja auch nicht so genau kontrollieren. Ja, und diese Einzelheit ist vielleicht die wichtigste Vorschrift für den Touristen hier. Muss man extra morgens noch vorn aufwachen für aufstehen und dann, also, wie gesagt, nicht, darf man sich es nicht entgehen lassen. Zuerst mal wälzt sich da so der Menang in sein Bett, nicht, wenn man da drüber fährt, kurz nach 7 Uhr früh. Und dann fährt man in ein wunderbares Bild hinein, was sie bei uns ja eigentlich nur Millionäre leisten können. Wie alle Häuser mit Seegrundstücke, einem eigenen Bootssteg, fährt man an Handwerker vorbei, so Konsumläden, Wohnhäuser, alles offen für zum Reingucken. Und ja, dazwischen immer die malerische Farbtupfer von den bunten Touristenhemden. Und die werden dann alle auf einen Haufen gekarrt und muss man sich hier an Land ergießen. Und ist jetzt auf dem einmaligen schwimmenden Markt. Da soll man sich jetzt vielleicht Andenken kaufen oder kann sich mit einem Elefant fotografieren lassen, was das Herz begehrt. Und dann, ja, also sticht man wieder im Kanalwasser rein. Ja, nun werden Sie vielleicht fragen, warum das morgens so früh sein muss. Will ich Ihnen erklären. Weil das die Zeit ist, wo die Herrschaften hier gerade aufstehen. Nicht? Und da kann man als hygienischer Ausländer natürlich wunderbare Einzelheiten bei Spitz kriegen. Wie sich die Leute hier zum Beispiel waschen tun. Nicht? Erst den Körper mit Seife sauber machen. Nicht, und dann schmieren sie sich mit dieser Drecksjauche wieder ein. Sie tun sogar Zähne putzen in diese Suppe. Sie polieren sie hier eine Karies mit Bakterien. Ich würde aber, sie, wenn man sowas sieht, dann ist man als Deutscher aber ganz schön stolz darauf, dass man ein Kulturvolk ist. Wenn ich jedenfalls noch keine Reisegesellschaft bei uns in der Küche lassen, wenn ich gerade am Spülstein im Unterhemd und bin mir da den Hals am Waschen. Dankeschön. Was ist das überhaupt? Hör mal, kennt ihr Mostre hier? Senf? Was nicht? Na ja, ne, da lass ich ihn weg. Ich, weil Mostre ist ja immer ein Vorteil, wenn man nicht weiß, was man sich bestellt hat. Dann kann man den Geschmack hinterher noch mit reparieren, wenn man genügend von nimmt. Nun, soll ja das thailändische Essen... Junge, ich bin doch kein Feuerschlucker! Mann, da sind ja mehr Gewürze in ein Schüssel können wie unsere Mama in 10 Jahren verbrauchen. Deshalb ist doch besser, wenn man mit seinem Gaumen lieber in ein abendländisches Restaurant geht, nicht, und so wieder Schnitzel zumutet. Denn sind ja die Restaurants hier auch so eiskalt, nicht, bei die Hitze draußen. Was, wenn man sie erstmal ausgenießt hat, nicht, dann ist das Essen schon so labberig, dass man das noch nachwürzen muss. Ja, was das dann? Junge,
Da muss an dem Eisventilator liegen. Hier unten. Warte mal. Sie sind getroffen. Diese Katzen, die können sich merken. Die in tiefkühlen Gaststätten immer nur neben den Teller würzen. Scheiße. Dann möchte man hier in Bangkok natürlich auch mal was erleben, wo man als Mann so ein bisschen seinen Spaß dran hat. Sicher, ja, das kann man zu Hause auch, aber andere Länder, andere Sitten. Und ich kann Ihnen sagen, es ist hier in Asien so hundertprozentig anders und auch verschieden von alles, was ich bisher in dieser Beziehung mitgekriegt habe. Besonders diese Leidenschaftlichkeit. So eine Leidenschaftlichkeit gibt es ja vor allem bei diesen Thai-Boxen. Nicht, das fängt an mit so einer, wie sagt man so, kulturelle Handlung. Die führen die beiden Gegner schon mal klein Tänzchen auf und beten sie dabei. Der eine sagt meinetwegen, lieber Gott, ich brauche unbedingt eine Siegerprämie. Wir sind schon wieder mit Raten im Rückstand. Wie der andere vielleicht, bloß keine Leberhaken, bloß keine Leberhaken. Nicht denn sagt sie der Schiedsrichter nochmal Bescheid, dass sie aufeinander hauen sollen und nicht auf ihm. Wie unten legen die los und machen sich vielleicht fertig, wie bei uns Fußballspieler, die überall hintreten, wo es möglich ist und wo besonders schön weh tut. Hör sie ja selbst, diese Begeisterung. Und jetzt soll mir noch mal einer sagen, dass die Asiaten nur vorne lächeln könnten und hinten kein Herz hätten. Aha, Junge, Nun stehen ja die meisten Touristen hier unter einem gewissen Druck, nicht? Oder Zeitdruck, kann man fast sagen. Weil, wenn die eine Woche Thailand gemietet haben, dann sind das ja nur 3 Tage Bangkok. Nicht? Und der Rest ist an der Küste für den Sonnenbrand zu holen, damit der Fluchpreis wieder reinkommt. Und damit die nun trotzdem nichts verpassen, was Land und Leute so auf der Pfanne haben, wie kann man die ganze Kultur des Landes hier in 2 Stunden, nicht, kann man das alles runterreißen. Wie kann man Elefanten reiten? Denn gibt es einen Zirkus? Ja, denn kommt sogenannter Klassentanz, wird durch Lautsprecher angesagt, auch in Deutsch, dass jede Bewegung der Damen keine Bewegung bedeutet, sondern ein Sinn ist. Oder ne, also eine Vorschrift darstellt, also nicht wie bei uns, 1, 2 Wechselschritt und ran an der Dame, sondern jede Bewegung bedeutet, was die Vorfahren machen würden, wenn sie noch könnten. Und ja, weil die deshalb bei jedem Schritt nachdenken müssen, kriegen sie natürlich kein Tempo drauf und wirkt das Ganze so ein bisschen lahmarschig. Nicht so wie bei unserem Fußball, nicht? Die Tore, wenn die wiederholt werden im Fernseher. Doch denn kommt also mehr der Unterhaltungsteil. Lassen sie so 2 Hühner aufeinander los, die sich da ein bisschen piesacken. Dann kommt ein Schwertkampf, wo die sich aber auch nichts mehr tun. Eine Sadistengruppe ist am Arbeiten. Die probieren, ob sie den Tänzer vielleicht schon mal die Füße einklemmen könnten mit ihren Teppichstangen. Aber die hupfen immer zur Seite, nicht? Und sind nicht zu kriegen. Ja, und am Schluss gibt es dann eine kleine Tanzstunde für uns Zuschauer. Wird mal ein paar Runden lang eingeweiht in die Geheimnisse des Landes. Damit man so ein bisschen do yourself. Nicht aber wie ein als Asiate zumute ist.